Sichert Robert Müller Sieger des Königlichen Wolfgangs im Jahr 2014. Was ich zunächst mal als Sieger war, sei es Konkurrenten klemmt. Und gleich versuchen werden, aus der Windstadt heraus vorbeizuziehen. Jetzt ist es aber hier und der Angriff und dann sind es 2 Punkte für Oliver Schröder. Reinkommt. Also hier ist der Sprint eröffnet. Auch hier geht jetzt die Attacke aus der Linkstadt heraus. Vorne ist noch Sebastian Finger, aber der wird Wir lassen uns erst so auf den letzten kurz verändern. Bin ich schaffen würde. Kamera hier stehen und lässt laufen. Aber
Der ist Bubomatsch, Jahrgang 1993. Also auch noch mit Potenzial, recht junger Fahrer. Fünfter Mal im vergangenen Jahr bei der Erdio-Obermeisterschaft. Zweiter war er bei Bremer, sechs Tage bei Rennes, der U23. War mal Zweiter bei der Bergwertung der Tour of China. Und hier über der CD bei Rennes. Aber steht da hinten in der Reihe? Im vergangenen Jahr war er 19. der deutschen Bergmeisterschaft in Ramberg. Das unterstreicht auch seine Stärke. Denn seine Stärke ist eigentlich weniger der Sprint, sondern das Bergfahren. Im Jahr 2014 ist er schon mal in die A-Klasse aufgestiegen mit dem Sieg in Singhain. 2011 hat er es davor schon mal geschafft. Und da gibt es nochmal die Besten aus der Gruppe. Ne? Beziehungsweise da auch wahrscheinlich. In diesem Jahr zwei Platzierungen, sechster Platz in C-Rennen in Bann und neunter platziert, also in der Nähe von C-Rennen in Polen. So, die beiden kämpfen hier auf und auch hier wird es wieder eng. Wir werden damit in die Nase kommen. Vorderrad oder das, was als erstes rüberkommt. Das heißt, wenn dein Kopf noch vor dem Vorderrad ist, würde das auch gelten. Erst Vorderrad. Und Pascal Andermann, der deutsche Meister der U23-Klasse B. So, auch hier. Klare Sache. Und das Simon an der Laufstraße des 17. Juni hat der Gespräch als Konkurrent mit den Hauern einer Chance gelassen und mit mehr als einer Wahnsinnige Vorsprung im Titel gewonnen. Boah, meist ist es ganz klar, ne? Muss selten, muss eng ist, ne? Ich glaube, die Dofahren sind alles A- und B-Fahrer, gell, oder? Gruppe 4, vorher war noch das Rennen am Plan, Dennis Obermatsch. Immer selbe Spiel, NFL. Er hat und versucht raus. Denn beide haben keine Chance mehr aus Weiger kommen. So, Engel jetzt trotzdem, weil da geht noch mal alles. Der Rücken ist echt. Der Rücken ist echt. Der Rücken ist echt. So, die ersten beiden sind auf der Strecke. Bastian Becker gegen Christoph Schirmer. Oh, was ist aber? Kommt er auf den Wind schon? Da gewinnt er wieder. Er ist der 60. Ruffahrer. Das sind ja die ganze Rutsche von der 60. Ruffahrer. Gleich mal 50 Stunden. Schnell sind sie, wollen es knapper. Dann keilen sie beide nicht, weißt du? Aber auch nur noch, wenn sie was gewinnen können. Oh, er kommt hier. Aber sie haben eine Hacksbeine. Ja, heute ist gemerkt.
Bonnie, Klare, Erfolg. Eine andere Frage habe ich mal. Nein, gibt's keine, es gibt keine Frage. Geht's dein los? Wir sind gerade konzentriert. Ja, dann nicht konzentriert. Dann war ich bis an die Mie konzentriert. Nicht über den Zwischenfinden. Das kennen wir gar nicht. Und du machst so. Ja, gut. Ich bin nur der Chef. Ja, ist der Helm, ne? Ja, ja, gewinnt. Bei einem Radrennen und das in Göllheim, das macht den Veranstalter stolz. Da gibt es dann vom zweiten Vorsitzenden, Herrn Hoppe, die Siegerschleife überreicht. Und wir rufen den Zweitplatzierten und der bekommt hier natürlich einen besonders warmen Applaus aufs Podium. Dominik Merseburg, der hier in Göllheim mit dem Radsport begonnen hat. Er hat überrascht, als er Dario Raps in der Gruppenphase bezwungen hat. Somit ins Halbfinale eingezogen ist und sich dann gegen Christoph Schirmer behauptet hat, im Finale dann gegen Pascal Ackermann, blieb er allerdings ohne Chance. Ja, gekämpft, aber am Ende auch ohne Chance gegen Pascal Ackermann im Halbfinale, hat Robert Müller, der Drittplatzierte, auch er bitte aufs Podium. Robert Müller vom Team Heizermat aus dem fränkischen Motten, das liegt etwas südlich von Fulda. Der Gewinner des Königskreuzrennens im Jahr 2014. Das sind die drei Premierensieger des Sprintturniers hier in Göllheim. Da werden die Fotos geschossen. Und alle drei sehen wir später wieder im Hauptrennen, ganz am Ende des heutigen Renntages.